Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die King Laurie Box von Loredana. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. King Laurie von Loredana, das Ganze heute, den 13. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Vorab werden wir wie immer die Folie abmachen und uns das Ganze einmal im Detail ansehen. So, einmal die Folie abziehen und dann kommen wir zu der Box. Diese ist in Blau gehalten. Hier oben lesen wir einmal Loredana, ein goldener Schriftzug, wobei das O hier im Venus-Symbol gestaltet wurde. Also kein gewöhnliches O, sondern hier dieses Zeichen für Frauen bzw. Weiblichkeit. Also das nennt sich dann Venus-Symbol. Und dann haben wir hier die Interpretin mit einer dicken Krone, so halb auf dem Kopf aufgesetzt. Also King Laurie, der Name ist Programm, wie man hier sehen kann. Wem das Cover bekannt vorkommt, das originale Cover oder ich sag mal die Vorlage, an der man sich hier orientiert hat, ist von B.I.G. Also Biggie kennen sicher die meisten, dieses epische Bild, wo er diese Krone auf hat, und dementsprechend ist das hier an diesem Cover angelehnt. Ja, hier oben in goldener Schrift Loredana zu lesen, das kann man auch erfühlen, also es ist hier so ein bisschen eingedruckt. Ansonsten ist hier alles glatt. Hier vorne blau, auf der rechten Seite in orange und weiß, King Laurie lesen wir hier. Dann haben wir hier auch einen blauen Stoff, der hier rausschaut, okay. Dann hier auch wieder blau, auf der linken Seite auch wieder King Laurie zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir die Beteiligten des Albums und einen Barcode. Alles klar. So, das Ganze geht dann hier vorne auf. Ist hier mit Magnetverschluss, oder? Ja, mit Magnetverschluss. Kann man dann hier aufklappen. Hier kommt dann auch nochmal King Laurie zum Vorschein, blau und weiß. Und dann kommen wir hier zum Boxinhalt. Wir haben einmal das Album an sich. Dann haben wir hier ein blaues Stoffbeutelchen. Ich gehe mal davon aus, da wird die Sonnenbrille drinnen sein. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier die obere Etage, hier in dieser Stoffoptik. Das Ganze lässt sich dann wahrscheinlich hier anheben. Jawohl. Dann haben wir hier, das dürfte wohl eine Maske sein, und dann hier noch einen großen Plastikbeutel mit Inhalt. Alles klar. So, das war die untere Etage. Die ist jetzt leer. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze schwarz. Dann packen wir dieses Teil hier wieder drauf. Okay. Und machen die Box mal zu. So, die Box packen wir mal zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir hier mal aus der Folie befreien. So, einmal, Folie kann weg. Zweimal. Und dann kommen wir zum Album. Also, das Album auch noch aus der Folie schneiden. Und dann können wir starten. So sieht das aus. King Laurie. Es ist das Debütalbum von Loredana. Es ist vom Cover her wie auch die Box gehalten. Also wir haben hier wieder die Interpretin mit dieser Krone schräg aufgesetzt. Reguläres Jewel Case. Hier auf der Seite in blau gehalten. Dann lesen wir hier wieder in Orange Loredana und King Laurie, sowohl beim O von Loredana als auch beim O von King Laurie hier dieses Venus-Symbol eingearbeitet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 12 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von MacLeod, Mosig, Mero, nochmals Mosig und Getinho. Den muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Das ist ein, ich glaube, Rapper aus Albanien. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe mal schon. Ansonsten verzeiht mir. Hier oben haben wir einen Barcode und hier unten dann noch die Credits. Und hier lesen wir dann auch noch, wer produziert hat. Also hier ganz klein, ich hoffe, man kann das hier halbwegs lesen, kann man sehen, erstens mal Executive Producer Mix und MacLeod und dann auch noch die Infos,
bei den Tracks, wo noch andere Produzenten beteiligt waren. Aber Mix und MacLeod waren auf jeden Fall an jedem Track maßgeblich beteiligt. So, dann kommen wir zum Innenleben. Wir haben hier einmal das Booklet und hier sehen wir Loredana samt ihrem Mann und auch gleichzeitig Rapper-Kollegen Musik, der sie hier von hinten umarmt. Ah, okay, es ist kein reguläres Booklet, sondern so ein Poster-Booklet zum Aufklappen. Okay, also wir haben hier einmal das hier, so ein ja, Mosaik-Poster mehr oder weniger, hier unten drei und in der Länge sind es vier, also insgesamt 12 Bilder hier zu sehen, verschiedene Designs aus den einzelnen Videoclips und hier haben wir dann auch noch die Infos zum Album. Okay, so sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann noch ein durchgängiges Poster. Also auf alle 12 Kacheln hier dann mal ein komplettes Bild. In diesem Fall Loredana mit einem weißen Top und hier einem Lichtstrahl über dem Gesicht. Ja, das sieht man, dass die gute Frau Sommersprossen hat. So, dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Also ob ihr das als Cover in der CD belasst oder ob ihr es als Poster aufklappt und euch zu Hause aufhängt, das ist natürlich euch überlassen. Wir kommen zur Album-CD. Die sieht so aus, ganz schlicht gehalten, blau und weiß. King Lori lesen wir hier und dann orange Loredana. Und eben diese ist dann auch hier wieder zu sehen. Das Bild, das wir auch schon vom Poster kennen. Dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier, wenn ich es richtig deute, einen Mundschutz. Ja, also in schwarz und weiß gehalten das Ganze. Hier lesen wir King Lori established 1995. Das dürfte wohl ihr Geburtsjahr sein. Und auf der Rückseite, also auf der Innenseite, dann ist das Ganze blank in schwarz gehalten. Und dann haben wir links und rechts einen Gummizug, dass man das entsprechend um die Ohren machen kann. Und dann kann man hier, das sieht man oft bei asiatischen Touristen, mit so einem Mundschutz durch die Gegend rennen und dabei Werbung für Loredana machen. Okay, ja, spannend. Dann haben wir mit dabei dieses blaue Stoffsäckchen. Hier lesen wir einmal King Lori, auch wieder established 1995. Hier oben dann das Ganze zum Öffnen. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier eine Sonnenbrille, die scheinbar hier noch verpackt ist, also um irgendwie Kratzern oder so vorzubeugen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie runter. Ja, okay, funktioniert. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Sonnenbrille, hier haben wir dann noch einen Sticker drauf, UV400 Protection. Auf der linken Seite lesen wir auch wieder King Lori established 1995. Auf der rechten Seite das gleiche. Und ansonsten ist diese Sonnenbrille sehr schlicht gehalten. Was halt echt etwas extravagant ist, sind diese Bügel hier, dass die so breit sind und auch noch hier mit einem, ja, mit einem Glas versehen sind. Die wirkt jetzt allerdings etwas klein. Also ich werde mal ganz kurz schauen, ob ich die aufsetzen kann. Okay, also ich kann sie aufsetzen. Ich schaue wahrscheinlich jetzt aus wie der letzte Idiot, aber sie passt zumindest. Auch wenn sie etwas eng ist, aber hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Sieht nämlich echt sehr klein aus. Und ich muss auch ehrlich sagen, so vom Stil her, ja, ist das nicht ganz so mein Fall. Also, das werde ich dann eher nicht tragen. Und dann haben wir noch einen letzten Boxinhalt. Was man dazu sagen kann, es ist auf jeden Fall ein, ja, interessanter Boxinhalt, denn Loredana hat ja mit dem Track Sonnenbrille, das war ja der erste Track, mit dem sie dann wirklich so bekannt wurde, also mit dem Track hat sie damals durchgestartet und dementsprechend passenderweise eine Sonnenbrille hier mit dabei. Und dann haben wir hier noch eine durchsichtige Tasche, also so ein, ja, was ist das? So eine Brusttasche mit entsprechendem Gurt. Hier lesen wir einmal wieder Established 1995, diesmal ohne den King Lori Schriftzug. So sieht das aus. Hier oben haben wir einen Reißverschluss, um das Ganze entsprechend zu öffnen und zu schließen.
Und damit das Ganze dann auch hält, haben wir hier zwei dicke Träger, die man hier mit diesen Schnallen dran geben kann oder auch entfernen kann. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie so Hosenträger, kann man natürlich hier größer und kleiner stellen. So sieht das dann aus. Und hat dann hier eben vier Punkte. Also hier kann man das auch nochmal auf und zu klappen. Vier Befestigungspunkte haben wir an dieser Tasche. Ja, also wie ihr sehen könnt, das Ganze hier dann auch nochmal mit Loredana gebrandet. Durchsichtig, ja, also erregt auf jeden Fall Aufmerksamkeit, vor allem weil ja wirklich dann jeder Hanswurst sehen kann, was sich darin befindet. Also wenn da irgendwie dann das Handy vibriert und eine Nachricht angezeigt wird oder ob man viel Bargeld bei sich trägt, all das kann man dann hier wunderbar einsehen. Ja, ich muss ehrlich sagen, mein Stil, mein Geschmack ist es nicht ganz so, aber ich sehe tagtäglich Leute damit rumlaufen, von daher wird es dafür schon Leute geben, die das tragen. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Tragetasche hier durchsichtig. Dann haben wir diesen Mundschutz, die Sonnenbrille, die in diesem Stoffbeutelchen, in diesem Stoffsäckchen kommt. Sowie natürlich das Album an sich, King Laurie, mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser Box. King Laurie von Loredana. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Loredana unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.